Also, jetzt geht es dann wohl zum Zollkommandanten weiter. Aber ich glaube, bevor wir das machen gehen, bevor wir jetzt hier in den Audienzraum gehen, mache ich erstmal kurz die Steigerung unserer Charaktere. Armbrust ist alles auf Max. Bisschen Selbstbeherrschung höher. Ah, die Zwergnase könnte etwas höher sein bei mir. Na, so mache ich die Heilkunde jetzt mal nicht. Das dürfte bei mir reichen. Was? Feiris, vor allem Zauber. Hat sie alles auf Maximum, was auf Maximum sein sollte. Pfeil entschärfen, Bogenbau höher. Machen wir ihre Tierkunde etwas höher und vor allem ihre Selbstbeherrschung. So. Ja. Vorgrim, den brauchen müssen wir auf jeden Fall mal. Ja. Ah ja, Hiebwaffen sind einhändige Äxte, das mal auf Maximum bringen. Am besten bei Vorgrim. Bei Vorgrim auf Attacke gehen. Ah, einen Lebenspunkt zusätzlichen kann er auch vertragen, auch wenn ein Lebenspunkt nicht gerade viel ist. Seelenschärfe braucht Vorgrim nicht. Schmieden. Können wir bei ihm 2 Punkte geben. Und, ach, 3 Punkte Selbstbeherrschung. Und Quano, der braucht auf jeden Fall Maximum in Fechtwaffen. Lieber auf Verteidigung, ja. Selbstbeherrschung. Der hat nicht so viele Punkte. Schlösser knacken, dafür brauchen wir ihn definitiv. Seine Zauber kann man nicht verbessern, die werden von seinem Level her besser. So, ich glaube, das war's eigentlich. Obwohl, er könnte noch einen Lebenspunkt auch noch vertragen. Nehmen wir ihm einmal Feinschärfen weg. Geben ihm noch einen Lebenspunkt. So. Geben wir uns am besten auch mal 2 Lebenspunkte. Da sind wir auch mal auf 35. Feiris kann auch 2 Lebenspunkte mehr vertragen. So. Ich denke mal, das dürfte genug gesteigert sein. Machen wir einen Quicksave hier mal kurz. Falls wir sterben sollten, weil hinter der Tür gibt es garantiert jetzt einen Bossfight, dass wir nicht die Steigerung nochmal machen müssen. Ja, da ist Kommandant Blumenfeld, dann gehen wir mal hin. Ah, so lernen wir uns also noch persönlich kennen. Gestatten, Stithos Blumenfeld, Kommandant der Festung, in die ihr auf so rüpelhafte Weise eingedrungen seid. Okay, dass wir auf rüpelhafte Weise dank Vorgrim eingedrungen sind, das streiten wir jetzt nicht ab, aber deine gesamten Zöllner sind auf uns losgegangen wie die Irren. Wir haben uns im Allgemeinen nur verteidigt, eher gesagt. Und dafür, dass wir jetzt hier so vor dir stehen, grinst du doch ziemlich dämlich, obwohl du eigentlich gar keinen Schutz mehr hast. Spart euch eure Höflichkeiten, Schurke. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Ihr seid mit den Piraten im Bunde. Ja, Vorgrim spricht es direkt aus, wie wir ihn ja kennen und mögen. Oh, das habt ihr also auch schon herausgefunden. Wahrlich beeindruckend. Hat Taschmann noch geplaudert, bevor ihr ihm den Garaus gemacht habt? Ja, hat er. Und das war ihm auch teilweise. Und er war auch ziemlich verwundert darüber, dass wir eigentlich gar nichts davon gewusst haben. Dass wir eher zufällig darüber gestolpert sind. Okay, mal gucken. Also,
Eigentlich sind alle drei Themen wichtig. Ich weiß jetzt bloß nicht, welche, ob wir alle drei auch ansprechen können. Nehmen wir mal das mittlere, weil der kommt uns wirklich wie ein Bastard vor. Und wollen wir ihn mal direkt damit konfrontieren. Der Tod eures Untergebenen scheint ihr euch ja zu amüsieren. Seid ihr wirklich so skrupellos? Ich bin ein praktisch denkender Mensch. Ich weine nicht über vergossene Milch. Aber wenn euch sein Ende so nahe geht, hättet ihr ihn vielleicht nicht töten sollen, nicht wahr? Na, dann hätte er uns getötet wahrscheinlich. Und ihn mit vergossener Milch zu vergleichen, der Typ ist ge definitiv ziemlich schlimm. Schlimmer als der Baron, also bis jetzt vom Eindruck her. Und er ist auch fetter als der Baron. Ah doch, wir können ihn noch auf andere Sachen ansprechen. Taschmann sagt, ihr werdet von uns gewarnt worden. Wer hat euch von uns erzählt? Ich tippe mal auf Kaltenstein, aber vielleicht sagt er uns was. Oh, das würde euch sicher brennend interessieren, nicht? Glaubtet ihr, eure Schnüffelei würde nicht auffallen? Wie einfältig von euch. Erstaunlich, dass ihr es dennoch bis hierher geschafft habt. Er sagt uns natürlich nichts. Naja, ich bin immer noch der Meinung, dass es irgendeiner von Kaltensteins Agenten war, wenn der solche hat. Ja. Aber kommen wir jetzt zur Sache. Was ist das für eine Abmachung, die ihr mit den Piraten habt? Ein lukratives Arrangement. Für ein paar Informationen lassen Sie immer ein schönes Päckchen vom Schiff fallen. Demnächst überfallen Sie gar ein Elfendorf. Ach, was Sie mir wohl alles mitbringen werden. Okay, ein Elfendorf. Das wird Feiris sicher nicht gefallen. Man erzählt sich ja die außergewöhnlichsten Sachen über die Elfenfrauen. Vielleicht kann ich es ja bald selbst überprüfen. Du bist ein richtiges Schwein. Das meine ich nicht nur vom Bauchumfang her. Ich werde euch zeigen, wie Elfenfrauen sind, Phaedra. Das wird eure Fragen für immer beantworten. Und er hat Feiris wütend gemacht. Warum dachte ich mir das nur? Nun, ich denke, unsere kleine Unterhaltung neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin nun mal ein vielbeschäftigter Mann und ihr fangt an, mich zu langweilen. Wir stehen schwer bewaffnet vor dir. Du hast keine Wachen mehr und du bringst so einen Spruch. Was willst du machen? Und einen Bauchplatscher und uns mit der Druckwelle rausschleudern? Ja. Wir können ihn jetzt fragen, wo die Piraten sind, aber ich glaube, die werden nicht ewig an derselben Stelle sein. Fragen wir lieber, wo das Elfendorf liegt, da können wir da die Piraten nämlich abfangen. Ach, das ist doch einerlei. Es gibt andere, die die Schätze von dort für mich holen werden. So, und jetzt bin ich euer Fragen wirklich überdrüssig. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dass man euch in Ketten legt, von mir aus sagt uns einfach, wo die Piraten sind. Ja, wo versteckt sich dieses Pack? Ich hab's langsam satt, auf diesem Fluss herumzudümpeln, nur um diese Kerle zu suchen. Du hast allgemein wahrscheinlich den Fluss satt, Vorgrim. Du hast nämlich garantiert Angst, reinzufallen und sauber zu werden. Hust, hust. Und was ist mit Mora? Ist sie auch bei den Piraten? Dass Kuano so direkt über Mora Bescheid wissen will. Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was für eine Beziehung die beiden zueinander genau haben. Aber wir werden es ja sehen. Mora? Interessant, dass ihr fragt. Meine Flussräuberfreunde haben diesen Namen tatsächlich des Öfteren erwähnt. Sie klangen ziemlich aufgeregt. Jetzt provoziert er auch noch Kuano. Ach, wenn sie so wichtig ist, ist sie vielleicht sogar noch am Leben. Das würde euch sicher viel bedeuten, nicht wahr? Nur schade, dass ihr es niemals erfahren werdet. Der ist immer noch so überheblich. Mann, du hast keine Verteidigung mehr. Du hast niemanden mehr, der dich beschützt.
Ja, ihr seid besiegt. Na, ergebt euch und wir werden Gnade walten lassen. Sind wir mal so nett. Ihr scheint eure Lage nicht ganz zu verstehen. Genau jetzt kümmert sich Kaltensteins Mann um eure Freunde am Schiff. Und für euch habe ich noch eine ganz besondere Überraschung. Also doch, Kaltenstein. Kaltensteins Mann als einer von seinen Agenten. Und das mit der Überraschung für uns klingt auch nicht sonderlich gut. Nun werdet ihr mit meinem Schoßtier Bekanntschaft machen. Das Hündchen da? Mit dem kleinen Hündchen werden wir schon fertig. Ach, doch nicht dieses Hündchen. Okay, es geht tief runter. Komm, komm, mein Kleiner. Hol dir dein Futter. Das klingt nicht gut. Und das sieht gar nicht gut aus. Bei Fex, wer hätte geglaubt, dass sich der Wahnsinn in dieser Festung doch steigern ließe? Da hat Kuano aber recht. So viel zum... Okay, das ist ein Krakenmolch. Die sind ja ziemlich bekannt eigentlich, die Viecher bei den Seefahrern in Aventurien. Wer die Schicksalsklinge, also das, den ersten Teil der Nordland-Trilogie kennt, der wird sicherlich auch die Krakenmolche kennen. Das wird jetzt ein lustiger Kampf werden. Also, ja. Kuano erst einmal Sternenstaub, dass wir schwerer zu treffen sind. Orgrim kann sich gleich bei einer der vorderen Tentakeln bemächtigen. Fyris ein Doppelschuss direkt auf den Molch und ich versuch's mal mit einem Kugelblitz direkt auf ihn. Ja, unser erster richtiger Boss nach dem Schrottgolem, aber der war ja ziemlich leicht eigentlich. Du wirst dir an meiner Axt den Magen verderben, Monster! Ja, diese Beute hier musst du dir erst verdienen, Landau. Das ist nicht sehr beeindruckt von eurem Glauben. Das finde ich auch lustig, mitten im Bossfight noch solche Sprüche. Ich kann das ja mal kurz vorlesen, was sie jetzt so gesagt haben. Du wirst dir an meiner Axt den Magen verderben, sagt Thorgrim. Ja, diese Beute hier musst du dir erst verdienen, hat Fyris da gesagt. Und Kuano nur, ich fürchte, er ist nicht beeindruckt von euren Worten. Das scheint doch wirklich nicht zu sein. Aber wenigstens machen wir ordentlich Schaden bei ihm mit unseren Fähigkeiten. So nah rangeht ist eigentlich nicht so gesund. Ich krieg die Tentakel nicht zu packen. Du, Kuano, kannst mal diese Tentakel da drüben. Und jetzt zieht er sich zurück. Denn jetzt kommen von hier hinten Morphus angedackelt. Das macht er immer so. Ich glaube, immer bei, wenn wir ihn Viertel runtergeboxt haben, greift er, verschwindet er kurz und ein paar Morphus kommen von hinten und wollen uns an den Kragen. Ja. Hoho! Komm, komm! Hm? Angriff! So, um die kümmern wir uns auch gleich mal artgerecht. Weiche! Dann können wir bei denen nochmal einen gezielten Schuss benutzen. Oh, der hat sogar ordentlich gesessen. Ja, die Morphus, die können eigentlich so gesehen kaum was. Also besonders stark sind sie eigentlich nicht. Das sind halt riesige Nacktschnecken. Und eine hat es auf uns abgesehen. Geh weg von mir. Nochmal ein gezielter Stich. Der Morphus hat schon 4 Wunden. Der dürfte eigentlich nicht mehr lange durchhalten. Die haben alle schon 4 Wunden. Ach ja, zu den Wunden im Spiel.